So, hallo, wir machen weiter. Bei Things. Letztes Mal haben wir das Doom Castle abgeschlossen und das Musikrhythmus-Level. Im Doom Castle musste ich Saves daten. Bisher, es war für mich absolut nicht spielbar. Also, aufgrund des Gimmicks, ich weiß nicht, ob es am Emulator liegt, dass manchmal die Inputs nicht angenommen worden sind, keine Ahnung. Ich musste jedenfalls Saves daten. An manchen Stellen konnte ich einfach nicht, ich kam einfach nicht durch. So, keine Ahnung. Monde haben wir bisher noch kaum gefunden. Ich nehme jetzt auch gerade noch einfach zwei Parts auf, damit wir die Woche voll haben. Also, Kommentare kann ich dann erst wieder... Kann ich erst später drauf eingehen. So, jetzt ist immer noch der erste Part gerade mal draußen. Ich nehme jetzt noch zwei Parts auf, dass die Woche voll ist. Dass ich mich die Woche nicht mit Aufnehmerei rumstressen muss. Es ist einfach, also, unter der Woche aufnehmen, wenn Schulzeit ist, ist... Nee, man hat einfach nicht die Nerven dafür. Selten zumindest. Vielleicht mal an einem Abend kurz, aber eher weniger. So, jetzt aber dieses Level hier. Virtual Sports Ball. Okay, gucken wir, was uns hier erwartet. Geile Musik. Oh, das habe ich auch bei HF gesehen. Ja, daran erinnere ich mich. Oh, das wird interessant. Mal gucken, wie ich das, ob ich das ohne Selbstsitzen kriege. Ich muss die Bälle immer so zurückschicken. Also, ne, die... Seht ihr, die Baseball-Chucks, so, die werfen die Bälle. Und ich muss die zurückschicken. Oh, jo, das wird interessant. Und ihn... Ich glaube, ihn muss ich auch killen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich nur das Ding wegmachen. Oh, jo, jo, jo. Okay, aber das werden wir schon jetzt eine Weile ohne Saves jetzt probieren, keine Sorge. Weil das ist ja was ich steuern kann. So, das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, hier, der Input wird nicht angenommen oder sonst irgendwas. Das ist halt einfach nur schwierig. So. Genau, hier gleich weiter. Genau, den Blitz kann ich auch wegschlagen, richtig. Da-dam. Du-du-du-du-du-du-du. So, jetzt geht's los. Hui! Oh, da hätte ich Spin-Jumpen müssen. Da war eine blaue Münze. Ah, zu langsam. Dieser erste Sprung hier in diese durch diese Lücke von den Mannschaften, der ist schon fies. Der ist schon fies. So, jetzt go. Und dann habe ich den Sprung nicht mehr erwischt. Okay. Und da muss ich dann richtig springen, glaube ich. Da war eine gelbe Münze jedenfalls. Da-dam. 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 Du-du-du. Oh, und dann muss ich den da. Okay, dann muss ich den killen. Alles klar. Gut. Ich denke, bisher haben wir den Anfang ganz gut schon mal im Blick. Es ist so insane, so gute Qualitätsmusik in Dings zu hören, ne? Es ist wirklich insane. Oh. Oben und unten. Okay, zu langsam. Ich treffe nicht. Jetzt. Nein, den muss ich auch noch. Okay. Noch ein bisschen schneller sein, dann haut es hin. Ich habe gerade ganz oft nicht getroffen, also das ist durchaus machbar. Wenn ich die öfter treffe, dann habe ich da genug Zeit. Ich muss nur aufpassen, dass ich den unteren nur einmal zurückschlage. Bevor der nämlich den wegkillt. Und ich brauche den ja noch. Ich darf den unteren ja nicht killen. Also ich darf ja nur unten einmal zurückschlagen. So war das, was ich sagen wollte. Ach Mist.
Ah, ich bin nicht gesprungen. So. Mist. Mist. So. Gleich den oberen. Ah, nein, ich darf nicht zu hoch springen. Mist. Ah, dieser erste Sprung durch die Mancha durch. An dem sterbe ich am häufigsten. Okay, so. Weg mit dir. Hoch mit mir. Und jetzt nicht mehr killen, sondern hier reinwerfen lassen. Und den wegmachen. Sehr geil. Und jetzt lauf! What the heck? Okay. Oh, da kommt eine Menge. Gut. Mist. Da bin ich nicht gesprungen. Mist. Oh, ich dachte fast, ich wäre zu bald gesprungen, aber es hat gepasst. Mist. Mist. Unten! Okay. So, jetzt schnell in die Richtung. Wirf, 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 wirf. Oh, das wird knapp. Passt, passt. Haben wir, haben wir, haben wir. Oh, ach, okay, Yoshi. Okay, ich kann chillen. Ich kann chillen. Ich dachte, ich muss Yoshi im Flug erwischen. Nee, Yoshi bleibt auf dem Ding sitzen. Habe ich nicht gesehen, dass da so ein Zaun ist. Das habe ich nicht wahrgenommen. Okay, sehr gut. Dann muss ich mich dann nicht hetzen. Und muss nicht Yoshi im Flug erwischen oder sowas. Ach, ich vergesse immer den Anfang. Dann dürften wir so langsam, denke ich, in Richtung erster Midway Point kommen. Ich denke, so langsam sollten wir dahin kommen. Weil ich glaube, viel kam danach nicht mehr. Okay. Unten, unten, unten. Ah, schafft man nicht mehr. Okay, aber durch die Mancha am Anfang kommt jetzt auch ganz gut durch. Wenn man da halt geduldig ist, dann geht das auch. Man muss halt geduldig sein. So, das ist das Ding. Und jetzt unten. Ah. Nein, ich hab schon. Ich will direkt lospreschen. Aber ich muss am Anfang einen Sprung setzen. Sonst funktioniert das nicht. Oh, das war knapp. Aber hat alles noch funktioniert. Das war nicht knapp, das war dumm. Da habe ich vergessen, dass der Kollege erstmal abgeworfen werden möchte. Nein, spring doch. So. Das war ein bisschen... Oh, nee, hat gefasst. Ja, genau so, genau so. Nice. Okay, wir haben mehr als genug Zeit. Gut. Und jetzt landet Yoshi da drauf und wir können ganz... Nein! Okay, ein bisschen fallen lassen. Aber das ist ganz gechillt mit Yoshi. Das mit Yoshi ist ganz gechillt. Das sah erst schlimm aus. Aber dadurch, dass Yoshi da drauf landet, ist das alles sehr, sehr gechillt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, gleich den unteren mitnehmen. Ja, perfekt, genau so. Gleich den unteren mitnehmen und den oberen nutzen. Und dann hat man hier überhaupt keinen Zeitstress.
Nice. Okay. Okay. Und Midway. Okay, ich muss den Poke hier abwerfen. Okay. Ah, ich muss... Okay. Der darf da unten nicht dran sterben. Das heißt, genau dieser eine Ball, mit dem muss ich arbeiten. Mit diesem einen Ball muss ich arbeiten. Okay. Okay, verstanden. Verstanden. Ja, den muss ich treffen. Timing-Geschichte. Na? Ah. Ja, genauso. Und dann muss ich schneller dadurch. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Der weg. Und dann da oben wieder ein grüner. Eine grüne Münze. Also dann da wieder draufhauen. Ah, zu langsam. Ja gut. Wow, okay. An dem kann ich sogar vorbei. Okay, der macht... Okay, verstanden. Ich mag die Indikatoren. Also die Indikatoren sind hier halt auch super wichtig, ne? Ja, ja, ja. Ohne die Indikatoren wüsste ich überhaupt nicht, wo ich hin muss. Aber so ist es ja gedacht. Die sind super gut gemacht, die Indikatoren. Also der Hack macht wirklich... alles richtig. Wenn man was falsch macht, dann ist es eigentlich die eigene Schuld. Oder halt vielleicht Emulator, wie gesagt, letztes Mal. Das. Ich müsste mal schauen, wie es bei HF war. Der hat ja auf Bishawk gespielt. Ich bin dumm. Ob der auch solche Probleme hatte. Kann es mir nicht vorstellen. Das könnte knapp werden. Nee, passt, alles gut. Den erwische ich nicht mehr. Okay. Aber ich liebe die, die Stelle ist so gut. Das ganze Level ist gut. Na, das ist jetzt wieder ein Level, wo ich definitiv sage, klar, das spielen wir ohne Safe-Sets. Absolut. Gar keine Frage. Absolut. Also, weil ich kann ja alles kontrollieren. Ich habe ja die volle Kontrolle. Ich entscheide, was passiert. In dem Level. Letztes Mal habe ich das überhaupt nicht entschieden. Ich habe gedrückt wie ein Blöder und es hat nicht funktioniert. Der Bosskampf hat dann ja wieder gut funktioniert, muss ich sagen. Also, ne, beim Bosskampf habe ich auch wieder das Gefühl gehabt, nee, den spielen wir ohne States. Aber diese eine Stelle, wo es so eng wurde, da... keine Chance. Ups, ich habe komplett vergessen, das Viech wegzumachen. Da war einfach keine Chance. Also, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und hattet Verständnis. So ist das gemeint. Nicht verstanden im Sinne von kapiert, sondern... dass ihr Verständnis hattet. Sehr gut. Ah, da sollte ich vielleicht nicht den mitnehmen. Sondern draufspringen. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Das war blöd. Nein, ich... Und bisher würde ich jetzt wieder sagen, bisher keine Chance für einen Mond gehabt, oder? Also ich wüsste nicht wo. Kommt hoffentlich noch. Wenn überhaupt. Also vielleicht gibt es ja Level ohne Mond. Ich hätte bei den Leveln, wo wir bisher keinen Mond gefunden haben, keine Ahnung, wo der sein soll. Aber natürlich ist es möglich, dass ich es verpasst habe, weil ich bin halt immer noch ich. Ups. Was ist das eigentlich für ein weirder Glitch, dass der in der Luft nochmal springt? Das fällt mir jetzt erst auf. Eigentlich dürfte der, müsste der ja sofort sterben. So. Ah! Soll ich einen P-Jump machen oder komme ich einfach rüber, wenn ich mich ein bisschen nach rechts bewege an der Stelle? Ich muss halt in dem Moment die Taste aufhören zu drücken, die den festhält.
Ja, und das ist das Nächste. Vielleicht wäre es sogar spielbar gewesen mit einem Gamepad, so das Level vom letzten Mal. Also das kann ja auch sein, dass das mit dem Gamepad deutlich schöner ist zu spielen. Wobei ich da denke, dass dann trotzdem die Probleme mit dem Input, so dass ich halt drücke und es kommt trotzdem keine Shell, trotzdem bestehen bleiben. Man hat es ja gesehen, gerade an der Stelle auch von der Säge, wo es dann angefangen hat zu laggen und halt auch keine Shells mehr kamen. Ja, und sowas, also nee. Ich werde mich da jetzt nicht mehr für rechtfertigen. Ich werde mich da jetzt echt nicht mehr für rechtfertigen. Ich finde, die Saves jetzt waren an der Stelle in Ordnung. Wir können es irgendwann nochmal probieren vielleicht. Wieder, je nachdem, wie ihr das halt seht. So. Aber erstmal fand ich die okay. Hier setze ich keine, auf keinen Fall. Egal, wie lange ich da jetzt sitze. Ich werde hier keinen State setzen. Weil ich kann alles steuern, ich kann alles spielen. Passt. So. Langsam tut nur wieder der Finger ein bisschen weh. Der Schlagfinger. Nein! Verfehl den doch nicht. Please. Please, please, please. Don't do this. Don't do this. So. Zack. 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 Nice. Oh! Oh, oh, okay. Gut, das muss man erstmal wissen, was da kommt. Also, ich schlag den Blitz weg. Ich schlag den Pokey weg und dann keine Ahnung. Aber das möglichst schnell alles. Nein! Ach, komm schon. Immer wieder an der gleichen Stelle sterben, ist halt auch so eine super nervige Geschichte. Weil man dabei nicht fühlt, dass man sich verbessert. Das ist einfach fürs Selbstwertgefühl, ist es super nervig, immer wieder an den gleichen Sachen zu scheitern. Immer wieder die gleichen Fehler zu machen. So, wirf weg mit dir. Das Mo! Das Mo! Da, Mond! Da ist Mond. Okay, in dem Level gibt es schon mal definitiv einen Mond. Jetzt gucken wir mal ganz kurz raus auf die Oberwelt, ob da ein Symbol ist. Nein, also es wird nicht angezeigt, ob es einen Mond gibt in dem Level. Okay. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Das heißt, der Mond taucht einfach auf, nachdem ich ihn eingesammelt habe. Dann taucht dieses Symbol auf mit dem Mond. Das heißt, ich habe keinen Indikator, ob es in einem Level einen Mond gibt oder nicht. Wenn wir aber mal davon ausgehen, es gibt eh in jedem Level einen Mond. Da ist er auch schon. Oh, Bruder. Oh, das war's auch schon! Der war jetzt jedes Mal sehr kurz vor Schluss, wenn wir ihn gefunden haben, muss ich sagen. Der war jetzt jedes Mal sehr kurz vor Schluss. Das macht mir etwas Sorge, wo er in den anderen Leveln sein soll. Aber gut, wir haben den Mond. Nice. Dann können wir wieder einen neuen Tipp anschauen. Auch cool. Ein neuer Tipp für mich. So, jetzt kann... Ich wollte Anlauf nehmen, nicht rauslaufen. Hui. Have you checked the chimney? Ja, haben wir gemacht. Kann ich den irgendwie öffnen? Nee. Das wäre jetzt sozusagen ein Hinweis darauf, dass man in dem einen Level, in dem Hauptlevel hier, das haben wir übrigens auch noch mit Save States gespielt. Das werde ich auch, also, das weiß ich auch nicht, ob ich das, ohne hinbekommen hätte. Also, wir spielen den Hack nicht komplett ohne Save States. Das will, so soll es nicht rüberkommen. Aber ich bemühe mich. Ich bemühe mich. In Danceland weiß ich halt auch nicht, wo da ein Mond sein soll. Könnte ja nur im ersten Raum sein. Aber da ist ja effektiv nichts.
Und die verschwindet aus irgendeinem Grund? Warum die verschwindet, weiß ich nicht, weil die anderen verschwinden halt nicht. Hier ist aber, es müsste halt irgendwie versteckte Blöcke geben oder so, aber das wäre halt auch ein sehr komischer Mond. Und hier hinten, ich komme da einfach nicht, da komme ich nirgendwo hin. Also hier kann ich auch nirgendwo durch. Vielleicht kann man später fliegen oder keine Ahnung und dann kommt man da, aber hier, ne, hier ist nichts. Also das seht ihr ja. Alles, was ich hier versuche, führt nicht dazu, dass ich einen Mond bekomme. Und in dem Ding selber kann auch kein Mond sein. Na, ich springe da zwar irgendwo rum. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwo ein Mond versteckt ist. So im Off zum Einsammeln. Das wäre ganz weird. Gut, ja. Dann, Yeehaw. Rein da. Okay, wir haben eine Pistole. Oder auch nicht. Boone has a gun. Press L or R to. Oh nein, wieder nicht wieder L und R. Oh Gott, ich hoffe, das haut ordentlich hin. You don't have to be holding the gun to shoot the bullet. Also won't harm you. Minus 15 Frame Cooldown. Oh mein Gott. Oh, das wird steuern. Oh nee. Das ist für eine Tastatur, ist das eine Katastrophe. Warte, muss ich. Ich versuch's mal so. Ich mach mal die Finger so. Okay, L oder R drücken ist wieder egal. Okay, ich probier's mal so. Ich habe jetzt die. Ich habe jetzt die dauerhaft auf der Taste, dass ich renne. Ich kann hier springen. Und hier kann ich schießen. Okay, das könnte funktionieren. Boah. Okay, ich darf nicht im Wasser landen. Okay, den muss ich nutzen. Doch, so kann man das ganz gut spielen bisher. Also ich weiß nicht, ob's wie inwiefern mich das noch behindern wird, aber so kann ich das ganz gut spielen. Oh, da hätte ich schießen müssen. Okay, verstanden. Ich muss mal mit der Fingerhaltung, die ich jetzt habe, müsste ich noch mal dann das andere Level probieren. Einfach nur Interesse halber. Wie genau soll ich da hoch? Hey, habe ich irgendwas verpasst? Wie komme ich da hoch? Mist. Da muss ich irgendwie hochkommen. Ja, aber wie komme ich. Hä? Kann ich irgendwie nach oben schießen? Nee. Ich kann auf die Dinger auch nicht draufspringen. Kann ich vielleicht zwei. Nee, aber ich muss ja erstmal durchkommen. Hä, wie soll ich da hochkommen? What? Habe ich einen Walljump? Und weiß es nicht?
Welche Fähigkeit vergesse ich? Oder kann ich da warte? Nee. Dachte, vielleicht kann man da irgendwie durch eine Lücke durchschießen, so dass da irgendwie oben ein Gang für den Schuss gewesen wäre, aber... Nee. Hä, was soll ich tun? Oh! Verstanden. Kanone schießt ja auch, wenn ich sie nicht in der Hand halte. Also Pistole. Ja, okay. Oh mein Gott, ist das kreativ. Ja, so in etwa. Nein, so nicht. Ah, ich hab... Ich denke an den nächsten Schritt und vergesse den aktuellen. So. Okay, jetzt kommen wir einmal dadurch. Und dann muss ich die aber wahrscheinlich da hochschmeißen. Also das sieht halt so aus, als ob ich die da hochschmeißen müsste. Dann werden wir das mal versuchen, die da hochzuschmeißen. Was ich mich nur frage, ist, soll ich die auslösen, die Switches? Oder ist es gerade so, dass man es verhindern soll? Und die eben nicht ausgelöst werden dürfen? Nee, hä? Oh mein Gott! Da ist viel passiert gerade. Das muss ich erstmal prozessen. Ah, super in den Mancha reingesprungen. Stabil. So. Ah, ich muss den vorher weg. Okay. Ah, den kann ich gar nicht. Oh, doch, ich glaube, ich habe ihn gekillt und gleich das Ding ausgelöst. Okay, deswegen ist viel passiert, weil das darf eigentlich gar nicht alles passieren, was passiert ist. Ich muss es direkt verhindern. Dann passt es schon, dass ich den da hochwerfe, zu dem On-Off. Ich soll den treffen, den On-Off, okay. Nee, sie ist umgedreht. Sie hat sich an der Wand einfach umgedreht. Dann ist das ein Schlüssel. Vom Konzept her wahrscheinlich. Nee, ist kein Schlüssel, sonst könnte ich draufstehen. Ist wahrscheinlich einfach ein ASM-Ding halt. Was weder an die eine noch an die andere Sache erinnern soll, aber es verhält sich vom Drehen her wie ein Schlüssel. Ach, also das ist an der Wand. Und dann direkt weiter. Ich kann ja direkt weiter, dann ist der Blitz eigentlich sogar egal. Ich kann direkt weiter. Nee! Mist. Na, dann ist das Feuer egal. Ich springe einfach direkt weiter. Oh, das war fast zu bald, aber hat gepasst. Und jetzt kommt die irgendwann langsam wie... Ich kann keinen Spinjump, weil ich dann schieße. Ach nee, Quatsch, ich hab... Klar kann ich einen Spinjump, aber ich habe die Finger nicht auf der Taste für einen Spinjump. Stimmt, wenn ich jetzt noch zusätzlich einen Spinjump bräuchte, wäre mein Konzept hier schon wieder für den Hintern, wie ich die Finger habe. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich brauche keinen Spinjump. Mist. Das war zu bald. Da habe ich einmal jetzt zu bald geschossen, aber ich denke, so langsam kriegen wir den Rhythmus raus, wann ich schießen muss. Ja.
Nein! Mist. Das reicht wieder nicht. Gott. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich bin echt froh, dass die Level so kurz sind. Ansonsten wäre ich aber auch nicht motiviert mit den Save-Save-States, ne? Weil, wenn die ein bisschen länger wären, die Level, dann wäre das doch schon ziemlich stressig wieder mit Saves, ohne Save-States. Ich bin drum. Ich darf nicht denken. Reden. So. Jetzt passt's. Ah doch, ich kann hier, hier kann ich schön entspannt spinjumpen und dann schießen wir hier einfach hin. Okay. Und dann geht's da weiter. Gut, wir haben verstanden, wie es geht. Jetzt umsetzen. Das ist ein kleiner Survival-Abschnitt. So. Ich muss es mit dem oberen timen. Der untere ist nicht das Problem. Der untere schießt nur selten. Der obere ist das Problem. Den muss ich gut timen. Gott. Nein, falsche Taste. Wieder falsche Taste. Also ich muss den Finger dann wechseln vom L auf die Spin-Jump-Taste sozusagen. Hm. Mist. Zum Glück habe ich ein bisschen Zeit zum Wechseln. Also es ist zum Glück nicht zu eng bemessen. Trotzdem ist Koordinieren gar nicht so einfach bei so vielen Tasten, die man drücken muss. Das wäre halt, also es wäre mit einem Gamepad an der Stelle wieder wirklich einfach. Ich hoffe, es kommt nicht allzu viel Zeug mit L und R. So, es funktioniert ganz gut. Ich war schon wieder gedanklich auf der Schusstaste. Ah, nicht nur gedanklich. Das war knapp. Okay. So, unten ist chillig. Muss ich nur einen guten Moment überlegen, wenn der obere... Okay, jetzt hat er gerade nicht... Dann hat... Okay. Der hat einen... Wie jeder Chuck hat der auch einen Moment, wenn er nicht schießt. Dann muss ich hoch. Dann muss ich hoch. Dachte fast, es wäre zu bald, aber es hat gepasst. Ich mich auf die Kanone konzentriert, Pistole, wie auch immer. Meines kommen Kanonenkugeln raus, vielleicht ist es auch eine Kanone. Nice! Und jetzt? Nein! Oh, ärgerliche Momente. Okay. Zu wenig. Sprungweite. Oh, ich habe eine Idee, wo ein Mond sein könnte. Wir müssen mal was kontrollieren gerade. Okay, da oben ist nichts.
Bruder. Bruder. Mein Herz. Checkpoint. Nice. Okay, Ach so. Oh mein Gott, was? Hilfe. Gar keine Pause, Hilfe. Oh mein Gott. Nein, und jetzt hätte ich wieder schießen können, okay. Und da geht's dann chillig weiter. Okay, und dann wieder springen. Uiuiuiui. Der Abschnitt legt ja gleich richtig los. Okay. Okay. Die Frage ist, haut das Ding gleich ab? Ich fürchte fast ja. Also die... Das ist bestimmt so eine Blocksnake. Mist. Aber wo gehe ich dann überhaupt hin? Ah! Nein! Nein! Okay, vielleicht... No! Das ist gar nicht stressig. Hä? Habe ich den zweimal gedrückt? Nee, es ist kein Block. Okay, es ist keine Blocksnake. Gut, dann ist alles entspannt. Wow, hi. Ah, ich muss wahrscheinlich warten, bis der da auftaucht auch. Und jetzt ist er weg. Das ist jetzt schlecht. Aber ich muss dann dahin spinjumpen. Muss ich das Viech dann dafür mitnehmen? Bestimmt. Oh Gott. Dann muss ich die hochwerfen. Ah, das wird ekelhaft. Dann muss ich die hochwerfen, mit ihr mitgehen. Oh je. Das ist halt wie jetzt tastentechnisch so eine Geschichte, ne? So, jetzt muss ich hin. Ja, oh, was? Das wird interessant. Also hier ist mein Spinjump. Hier ist mein Schuss. Ja, vielleicht ist es wieder weniger schlimm, als es aussieht. So. Boah. Dann muss ich den hochwerfen. Ja, Moment, dann muss ich aber auf die Taste gehen. Warte mal, dann machen wir... Ich guck mal, ob ich alles hier mit dem normalen Spinjump auch lösen kann im Moment. Ich denke, ja. Nee, ist nicht hoch genug. Ich muss am Anfang den normalen Sprung nutzen. Oh Gott, dann muss ich wechseln. Ah, das ist an der Tastatur echt eklig. Dann muss ich da... Ja, das war blöd. Ach, das war auch blöd. Nein. So. Oh.
Dann müsste ich auf dem drauf noch schießen. Okay. Ah! Sehe ich schon, ich sollte vielleicht wirklich... Ach, ich bin dumm. Mal mein Switch-Ding hier wieder irgendwie anschließen. Für solche Sachen. Wenn da mehr LR-Spaß kommt. Aber, oh, haben wir echt ein Problem. Was mache ich denn gerade für einen Blödsinn? Mein Gott. What the heck? Warum springst du nicht? Ja, gut. So. Ja, pff. Nein, ich muss vorher schießen. Ich bin blöd. Jetzt habe ich doppelt geschossen. So, und jetzt nochmal. So, jetzt passt die Geschichte. Es ist... Es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also dieser Anfang hier. Das mit dem Spin-Shop auf ihn drauf, das ist dann ein bisschen nervig. Aber der Anfang geht eigentlich fit. So, zack. Jetzt hätte ich einen Spin-Shop draus machen müssen. Uiuiui. Nochmal springen. Einerseits gut, dass das am Anfang kommt. Andererseits schlecht, dass das am Anfang kommt. Lul. Ha! Ja? Ja? Nee, und jetzt dann weiter. Okay. Uiuiuiui. Man hat keine Pause. Okay. Nein! Oh, normaler Sprung. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das koordiniert. Bin da guter Dinge. Ja, wir kriegen das hin. Okay. Das Gute ist auch, wie man es gerade gesehen hat, es ist egal, in welche Richtung ich dann feuere. Ich muss nicht mal auf den, also auf das Glück hoffen, dass ich in die richtige Richtung gucke. Es löst in jeder Situation den On-Off aus. Das ist sehr gut. Junge! Ah, ich habe vergessen zu schießen. Ich habe vergessen zu springen. Nee. Okay. Gut. Okay. Und dann muss ich die da hochwerfen. Okay, soweit, so gut. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Soweit, so verstanden. Ach, dich Trottel. Jetzt nur alles hintereinander hinkriegen. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Alles gut, alles gut. Es ist machbar. Es ist nicht ganz so schlimm vom Wechsel, wie ich es vermutet habe. Aber es wäre mit Sicherheit angenehmer. Nein, ich wollte schießen. Okay, ich muss im Wurf nach oben muss ich schießen. Okay. Auch das kriegen wir hin. Alles noch, ist alles noch im Rahmen. Ach, fuck. Spring doch.
Da war der Ball. Nein, spring doch! Gut. Gut. Ich habe nicht geschossen. Irgendwas vergisst man immer. Nein! Alles gut, kriegen wir noch hin? Kriegen wir noch hin? Alles noch gut, alles noch im Rahmen. Jetzt wird's kritisch. Kritisch, genau. Zu wenig Anlauf. Sehr schön. Okay. Nein, ich muss erst schießen. Okay. So viel, an was man denken muss. Ich muss erst schießen, den unteren wegmachen, dann hochwerfen und dann nochmal schießen. Ich habe nicht getroffen. Du willst mich doch veralbern. Und wie es dann weitergeht, wissen wir noch nicht. Das lernen wir noch. Nein, nimm's doch mit. Ihr hört in den letzten Minuten hört ihr von mir nur Geräusche. Aber es ist auch gerade wirklich, ich muss mich böse konzentrieren. Nein! Mann! Nein, jetzt habe ich den nicht erwischt. Nicht springen! Scheiße. So. Okay. Ja, das Problem ist halt, er haut dann ab. Also er bleibt da halt auch nicht lange drauf. Deswegen kann ich da nicht chillen. Ich muss da sofort weiter. Ach, scheiße. Ach, Mist. Jetzt hast du mal wieder da das Feuer erwischt. So, besser. Nein! Das haut nicht hin. Das auch nicht. Das haut hin. Spring! Oh, dieses Wechseln von den Tasten. Für euch sieht es aus, als würde ich einfach nur nicht springen. Aber in Wahrheit wechsle ich nicht den Finger auf die Taste und das muss ich halt auch noch koordinieren. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Zu spät geschossen. Zu bald. Nee, doch zu spät ist richtig. Nimm es doch mit. Mist.
Oh. Scheiße. Ah, der Sprung ist so fies. Und dann nochmal abspringen. Oh Mann! Ist mir die Kanone gefallen? Die Kanone ist runtergefallen, ne? Okay. Okay. Yes! Und wie geht's jetzt weiter? Ah, ich muss die da... Das ist alles! Nein, das ist das Level! Und wo ist der Mond? Okay, das ist das Level! Ich muss die da nur noch reinwerfen, dann dreht die da um. Und dann muss ich rechtzeitig schießen. Das ist alles. Aber wo ist der Mond? Ist hier drüben vielleicht irgendwo ein Mond? Kann ich hier... Ich glaube langsam, es gibt einfach wirklich nicht in jedem Level einen Mond. Dass da schon das Ziel kommt, ist krass. Wahrscheinlich, weil halt wirklich der Abschnitt schwer genug ist. Oh, es tut immer so gut zu wissen, dass das Ziel einfach schon gleich kommt. Ja, okay, jetzt haben wir's. Okay, man muss noch richtig werfen können. Ja, aber wo ist denn dann der Mond schon wieder hin? Eieiei. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es auch einfach nicht in jedem Level einen Mond. Ich bleib dabei. Solange ich das nicht bestätigt bekomme, werde ich auch jetzt nicht immer anfangen, Monde zu suchen, wo vielleicht gar keine sind. Das wäre nämlich ziemlich dumm. So. Okay, der letzte Wurf. Der letzte Wurf ist dann nochmal eine kleine Herausforderung. Nice! Puh. Puh. Sehr schön. Aber kein Mond, keine Ahnung. Wüsste nicht. Also ich hätte... Ich hatte ja am Anfang so eine Idee. Ne? Ich hatte ja am Anfang so eine Idee. Wir gucken das jetzt ganz kurz nochmal an. Wir gucken uns das jetzt ganz kurz nochmal an. Ich dachte ja, vielleicht muss ich da oben hoch, weil da ist so ein gelber Block. Der ist doch da. Ich meine, es sind überall so gelbe Blöcke, aber dass der gerade da ist... Das wirkt so, als ob der da nicht zufällig wäre. Ups. Vielleicht war ich einfach nicht hoch genug vorhin. Mist. Oh, Mist. Was tue ich denn? Ich will doch nur kurz gucken. Nee, also, scheint nicht Mond zu sein. Nee. Nee, wir suchen Monde erst, wenn ihr mir sagt, in dem Level und da sind Monde oder so. Keine Ahnung. Jetzt will ich ganz kurz probieren, mit den Fingern, wie ich sie gerade hatte. So nämlich. Ob das hier dann spielbarer gewesen wäre. Ja, das ist schon mal scheiße gewesen.
Ja, aber es ändert ja nichts dran. Ich merke es auch jetzt schon wieder. Ne? Es ändert halt nichts dran, dass ab und zu einfach die Shells nicht kommen, wie man sie gerne hätte. Na, wir lassen das erstmal. Wir lassen das erstmal. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal mit Gamepad. Vielleicht irgendwann mal mit Gamepad. Okay. Dann gibt es nächstes Mal dieses Fragezeichen-Level. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Wenn es überhaupt ein Level ist.